damit jetzt auch nochmal willkommen an die Zuschauer jetzt bei YouTube. Und zwar die nächsten Folgen, letzten Folgen werden im Stream aufgenommen aus Zeitgründen. Deswegen war jetzt auch eine längere Pause. Deswegen nicht wundern, wenn ich mit Leuten spreche, die hier zuschauen. Okay, hier war ein Terminal. Schauen wir mal, was wir dort herausfinden. Das sind Datenbanken. Riesige Datenbanken. Dataverse. MoveScan. CloudScan. Robodat. Mein Gott. Die scannen wirklich alles. MoveScan kennst du. Das ist die Datenbank mit Körperbewegungsprofil. Steve hat darin für mich Abfragen gemacht. CloudScan speichert die gesamte Kommunikation in der Cloud. Aber Robodat... Davon habe ich noch nie gehört. Das ist eine Datenbank sämtlicher Bot-Aufzeichnungen. Verstehst du? Was Bots, Drohnen, Cabin Cars und HoloLenses sehen, was sie hören, was sie wahrnehmen. Das alles wird gespeichert. Alles verschlagwortet. Mit IDs, inhaltlichen Tags, Orten, Gebäuden, Zeiten. Damit lässt sich jedes Leben rekonstruieren. Selbst von Leuten, die keine AR verwenden. Damit kann man eine Weltsimulation. Tja, genau das, was wir ja vorhaben. So eine Weltensimulation zu bauen. Wir könnten uns hochladen lassen. Wie bitte? Warum nicht? Ich könnte leben. Du wärst wieder bei deiner Familie. Das ist kein echtes Leben, Lydia. Woher weißt du, dass das hier das echte Leben ist? Weil es sich mies anfühlt. Ein Container. Mars-Z-Transportcontainer, Fracht für Skywhale M415. Wir müssen in den Skywhale M688. Das ist nicht der richtige Container. Okay, M688, kein Problem. Falscher Container. D774. M155. Gucken wir erstmal, ob wir hier irgendwas rausfinden. Atlantic Skywhale M688. Ja. Okay. Wo bist du, Junge? Wir müssen ihn finden. Tscheljabinsk über Berlin und Moskau. Hm. Gut. M688 haben wir hier nicht. L316. M688. Perfekt. Was sie da wohl reintun? Normalerweise? Und jetzt wird er praktischerweise genau in dem Moment abgeholt. Tatsächlich. Haben wir wieder ein Glück. New York City, Queens, Donnerstag, 16. Januar 2048, Mobility Port. Skywhale, Freitag, 17. Januar 2048, New York City, Berlin. Okay, da sind wir.
Okay, für das bisschen haben sie so einen großen Container benutzt. Das ist aber nicht sehr effizient. Kryoschlafbehälter. In einem davon könnte James sein. Wir sollten uns umschauen. Dann schauen wir doch mal, ob wir unseren Sohn finden. Claudia Hernandez. Dieser Transportbehälter und sein Inhalt sind Eigentum der Marset Inc. Hast du ihn gefunden? Nein. Was haben wir denn hier noch? Da steht noch einer. Ist auch ganz wild hier zusammengebaut. So, da ist keiner drin. Da ist auch keiner drin. Da ist jemand drin. Oder? Ja. Eine biologische Person. Mandy J. Rockefeller. Okay. Ich bin mir sicher, dass sie hier irgendwo sind. Tja, aber warum? Ups. Achso, hier kommen. Ach, hier kann man sich aber ein bisschen umgucken. Da hinten war ja, glaube ich, auch noch einer. So, man könnte mit ihr nochmal sprechen, aber da komme ich. Da komme ich dahin. Uns läuft die Zeit davon. Ja, aber nicht so ein Stress. Hier vielleicht. Terminal. Wir suchen James Nolan. Okay. Ach, nach Sektionen. Sektion 1 A bis I, Sektion 2 J bis Q, 3 R bis Z. Mhm. Das heißt, wir müssen in Sektor 2. Ah, da kommen sie ja. So viele Kryo-Container. Ach, schön. So, wen haben wir denn hier? James Nolan. Ja, Jackpot. Hier. Ich hab James gefunden. Was ist? Erkennst du ihn nicht? Doch. Aber ich bin nicht sicher, ob ich noch weiß, wer das ist. Ja, okay. Das war alles. Dann muss das hier ja seine Frau sein, oder? Tracy Nolan, ja. Da vorne liegt Tracy. Sie sieht friedlich aus. Ja. Wie tot. Guck mich nicht so an. Du würdest dich doch freuen. Sag sowas nicht. Tracy. Ich hol dich da raus, ja. Ich hol euch beide da raus. Du hast recht. Ich muss James da rausholen. Egal, was sie mit ihm gemacht haben. Nur wie? Wir können die beiden nicht tragen. Und selbst wenn... Wir haben noch ein größeres Problem. Breakpoint. Wenn sie die Server von City 5 finden, sind Tracy und James verloren. Wir müssen es irgendwie zum Hauptquartier von Breakpoint schaffen. Die werden uns umbringen. Vielleicht können wir verhandeln. Offenbar können sie sich hochladen. Vielleicht können sie auch Leute runterladen. Und Tracy und James? Wir müssen sie am Flughafen lassen. Irgendwas fällt uns schon ein. Einfach improvisieren, geht immer. Ah, lange wird sie auch nicht mehr durchhalten, denke ich. Bin in Sektor 12. Mobility Board. Die Digitalität demütigt den Menschen. Sie entwertet den Humanismus. Oh Gott, was ist denn hier los? Das ist Krieg, Ausnahmezustand. Breakpoint macht Ernst. Was machen wir jetzt? Hier draußen halten wir keine Stunde durch. Die alten U-Bahn-Schächte. Das schaffen wir nicht, Richard. Es ist unsere einzige Chance. Komm jetzt. Aber die Führer der Digitalen.
digitalen Revolution träumen von der Singularität. Im endgültigen Sieg ist der Tod. Oh Gott. Na los, komm! Ja, hopp. Okay, die U-Bahn. Und jetzt? Wie finden wir diese Leute? Ich weiß nur, dass sie sich irgendwo in den U-Bahn-Tunneln verstecken. Die sind nicht gerade klein. Die Leute hier sind auch nicht gerade kleinlich, wenn man sich das hier mal so anguckt, was die hier für ein Chaos veranstaltet haben. Kommen wir hier raus? Nö. Wo geht das denn hier in die U-Bahn? Und was haben wir eigentlich mit unserer Frau und unserem Sohn gemacht? Wäre vielleicht auch nochmal ganz interessant zu wissen. Nee, von hier sind wir gekommen, genau. Geht das schon wieder los? Hier können wir ja nirgendwo lang. Können wir hier vielleicht? Nee. Für die biologische Menschheit bedeutet dann müssen wir hier bestimmt hoch. Aber so eine digitale Revolution. Hier ist eine Tür, durch die es nicht geht. Da brennt es auch fleißig. Ich glaube, wir müssen in die andere Richtung. Meinst du? Aber da war doch auch nichts. Ich würde einmal einchecken, bitte. Oder kommen wir hier doch irgendwie raus? Hier geht's ja nicht raus. Da geht's raus. Immer den Leichen hinterher. Da geht's in die U-Bahn. Okay. Dann machen wir uns mal auf Terroristensuche. Hier müssen sie durchgekommen sein. Mist. Da komme ich nicht durch. Tja, schade. Im Brandfall soll man den Fahrstuhl eigentlich nicht benutzen. Das lass meine Sorge sein. Oh ja, yeah, wieder das lustige Heckspiel. Yay, auf in die... Ich dachte, wir wollten in die U-Bahn. Ein Stromkasten. Und der Gullideckel in die Kanalisation. Mit einem Zeichen dort. Das habe ich in Walters Notizen gesehen. Walter, du bist ein Genie. Also runter in die Kanalisation. Yummy. Hinabsteigen, ne? So dann. Untergrund, Berlin, Freitag, 17. Januar 2048. Dieses Cloud-Call-Modul lässt sich nicht aktivieren. Was willst du denn jetzt von deinem Hausroboter? Er muss uns die Kryobehälter von James und Tracy bringen. Wir brauchen ihre Körper. Dein Bot soll dir also helfen? Er heißt Simon. Ja, die Arme sind recht langsmut. Das liegt aber auch, glaube ich, daran, dass die Personen hier insgesamt sehr lang gezogen sind. Damit es dann wieder von den Proportionen passt. Da ist das Zeichen wieder. Müssen die Arme natürlich entsprechend lang sein. Sie klemmt. Na super. Dann gehen wir halt den Weg hier lang. Da finden wir doch bestimmt was, womit wir das aufhebeln können, oder? Oder ein Terminal. Das geht natürlich auch. Klemmt immer noch. Bleib du am besten hier beim Schalter. Ich schaue mir das mal an. Ich kann zwischen Charakteren wechseln. Tschakka. Okay. So, nochmal benutzen. Untersuchen. Keine Systeminformation verfügbar. Wechseln. Benutzen. Wechseln, wechseln. Wechseln. Und jetzt. Ja, geht. Puh. Unglaublich. Komm,
Wir sind bestimmt gleich da. Ich komme schon klar. Ich bin da, okay? Ich bin bei dir. Lass uns versuchen, es bis zu Breakpoint zu schaffen. Vielleicht können sie dir helfen. Hör auf damit. Ich bin froh, wenn sie dir helfen. Ich weiß nicht, ob ich mir das wünsche. Er ist gefährlich, verstehst du? James? Eine Super-KI, die sich rapide weiterentwickelt. Umso mehr braucht er den richtigen Vater. Okay, da ist wieder ein Symbol. Da. Vielleicht kann der Bot uns helfen, Simon zu erreichen. Hey, kannst du mich hören? Laut und deutlich, Sir. Ich muss meinen Bot erreichen. Kannst du uns helfen? Ihr könnt mein System nutzen, um auf das Bot-Network zuzugreifen. Na, wie praktisch. Hier. Nehmt meine Transmitter. Platziert den einen hier im Raum und den anderen so nah wie möglich an der Oberfläche. Dann sollte das Signal zur Kontaktaufnahme ausreichen. Danke. Okay. Position. Ja, hier können wir ihn hinlegen. Platziert den einen hier im Raum und den anderen so nah wie möglich an der Oberfläche. Mhm. Müssen wir jetzt den Weg wieder zurückgehen? Das ist eine Leiter. Damit kommt man nach oben. Nicht da lang! Warum nicht? Ja, ist ja gut. So hysterisch. Lass mich hochgehen. Ich kann da oben wenigstens noch mit dem Bot in Kontakt bleiben. Ups, falsche Taste gedrückt. Gut, dann gehen wir halt mit Lydia da hoch. Kein Problem. Scheinbar dann nach unten gebraucht. Das sieht doch sehr nach Oberfläche aus. Oh, so viele Möglichkeiten. Hier hinlegen oder da hinlegen. Oder, oh, wir legen ihn da hinten hin. Ganz verwegen. Das Signal ist noch zu schwach. Okay, das hat also nicht funktioniert. Dann legen wir ihn mal hier hin. Das Signal wird besser. Yay! Aber besser heißt ja noch nicht ausreichend, oder? Oder müssen wir den unten noch woanders hinlegen? Optimale Signalstärke. Perfekt. Position bei. Ja. Achso, jetzt kann ich hier mit Cloud Call. Nee, kann ich nicht. Achso, oder kann ich jetzt hier mit ihm wieder quatseln? Okay. Hier ist die ID von meinem Base 5. Kannst du eine Verbindung herstellen? Simon, ich bin's. Mr. Nolan? Sie verwenden eine illegale ID. Ich werde gesucht, Simon. Das weiß ich, Sir. Eine forensische Abteilung ist bereits hier gewesen und hat mein Gedächtnis ausgelesen. Natürlich. Es tut mir leid, aber ich konnte nichts dagegen unternehmen. Spielt keine Rolle. Du musst mir helfen, Simon. Jetzt sofort. Ich habe Tracy und James gefunden. Sie liegen in Kryoschlafbehältern am Mobility Port. Im Kryoschlaf? Dann haben Sie sich als Kolonisten gemeldet? Sind Sie sicher, dass... Du musst sie uns herbringen. Kannst du das? Wohin bringen, Sir? Ich schicke dir Koordinaten. Es ist gegen das Gesetz. Du musst Tracy retten und meinen Sohn. Man wird mich sofort aufhalten. Ich habe dir eine illegale ID geschickt. Ich muss darüber nachdenken, Sir. Simon, bitte... Ja, Hausroboter mit eigenem Willen. Das kann nicht funktionieren. So, dürfen wir jetzt hier runtergehen? Das ist die falsche Richtung. Nicht. Gut. Aber nach da oben wollen wir nicht. Achso, sie steht da an der Tür. Ja, dann wollen wir bestimmt dahin. Ja, gut, mit dem kann ich auch nicht mehr interagieren. Dann... Ich verstehe Tracy jetzt. Ah, Klippingfehler. Ihr will schon einen Körper, der verfällt. Halt durch, Lydia. Wir
finden eine Lösung für dich. Vom eigenen Mann betrogen werden mit einer Jüngeren. Hör auf damit. Ich würde auch einen Neuanfang machen, wenn ich könnte. Hör einfach auf, okay? Komm. So. Da lang. Mal gucken, ob wir jetzt Breakpoint finden.